Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Smash Bros. Ultimate. Heute nur mit dem Steven unterwegs und ja, es gibt wieder Richtlinien, an die wir uns bei der Kämpferwahl halten müssen. Ich suche aus und zwar muss der Kämpfer ein Bär sein mit einem Vogel auf dem Rücken. Bleibt ja nicht mehr viel übrig, ne? Ja. Jetzt wir müssen ja auch ein bisschen Werbung für den neuen DLC-Charakter machen, oder? Genau, der kostet nur 4,99 € im eShop. Kein Affiliate-Link, leider. Jetzt diskutiert Patrick mit mir. Eigentlich müsste ich mal den kompletten Chatverlauf hier vorlesen. Ist egal. Bist du ready? Achso, wow, du bist ready. Ja. Ihr wartet auf mich. Ich bin ready. Ich habe schon meine Aussage getroffen, weil ich ja wusste, dass das wahrscheinlich passiert. Ach, du bist also ein Hellseher, ja? Ja, genau. Ich habe mal mit jemandem nicht gespielt, nicht so wie du. Ja, natürlich. Ich nehme immer entweder pink oder schwarz bei Charakteren. Ja, dann wird's ja lustig. Ja. Ist so ein bisschen, hat so von allem ein bisschen etwas. Der hat auf jeden Fall so was ähnliches wie das Schwert runter von Link. Und der hat sowas wie Glurak, ja. Ja, aber der hat aber leider limitiert. Nur 5-mal. Ja, das ist gut. Diese ganzen Spam-Spackos online. Ja, ich weiß nicht, ob das so irgendwann mal sich wieder refresht, weil ich habe das Video von Sakurai nicht gesehen. Wenn du stirbst. Also wenn du Leben verlierst. Ach so. Ja, okay. Ich habe jetzt nicht das Video von Sakurai gesehen. Was sagtest du gerade? Sakurai, ne? Ja, du brauchst das nicht mit dem Sack zu betonen. Das ist ja lustig. Ja. Oh oh. Penis! Das hast du jetzt gesagt. Das ist ja auch okay. Penis ist ja ein ganz normales Wort. Hätte ich es Pimmel gesagt, wäre es schlimm. Hättest du es mal gesagt. Hätte ich es mal gesagt, ey. Fängst du auch schon an wie der Böhmermann. Also wenn ich das jetzt sage, dann ist das nicht in Ordnung, ne? Ja, ich werde aber nicht vom Rundfunk. Vom Präsidenten verfolgt. Dein Präsident? Keine Ahnung, ich gucke mir den Böhmermann nicht mehr an. Der ist mir zu langweilig geworden. Also kann ich mit den Insidern hier nichts anfangen. Lol. Aber du hast doch das Schmähgedicht gesehen. Ja. Ja, siehst du. Auch das fand ich jetzt eher nicht so lustig. Ich fand es irgendwie sehr flach, muss ich sagen. Die Provokation ist geglückt, auf jeden Fall. Schlaf mal schön ein. Na, scheiße. Kommst du? Ja, ich versuch's. Oh Mann, hast du noch Glück gehabt, du Penner. Wuhu! Wo hab ich denn da Glück gehabt? Ja, ist ja gut. Ah, Dillion. Da zum Beispiel hast du das Glück. Nein, das war gekonnt. Naja. Ich bin extra dahin gesprungen. Da hast du richtig Glück gerade gehabt. Es gibt kein Können, ne? Es gibt nur Glück. Bei meinen Gegnern sowieso. Ja, genau. So geht das. Das ist belastend. Oh nein, der ist richtig übel. Ja, der ist richtig übel, ne? Obwohl der gar nicht so übel aussieht.
Oh Gott, ey! Alter! Wie viel Luck, ey! Komm runter! Du denkst, das ist das erste Mal, als du mit dem kämpfe? Ja. Oh. Nein, hast du doch Nein. gesagt. Oh, shit. Gewonnen. Ich hab falsch gedrückt. Na super. Natürlich. Ein bisschen wie Goofy, ne? Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ja. Aber bitte erzähl das niemandem weiter, ja? Sonst könnte ich echt viel Hass ernten. Okay. Ich habe die Banjo-Kazooie-Spiele gehasst. Boah, was? Ja, warum? Weil es halt Jump'n'Runs sind. Okay. Also 3D-Jump'n'Runs und ich finde 3D-Jump'n'Runs halt scheiße. Das einzige 3D-Jump'n'Run, was mir gefällt, ist tatsächlich Mario Odyssey. Ich fand auch Mario 64 und so einen ganzen Kram nicht gut. Es hat mir nicht Spaß gemacht. Ja. Jetzt kriegst du alles, jede Menge Dislikes und End-Followers. Die habe ich sowieso fast jeden Tag. Ich habe vorgestern einen verloren, ich habe heute einen verloren, von daher, it's just a game. Genau. Okay, der Charakter, den wir jetzt nehmen, der darf nicht menschlich sein. Okay. Also ein Tier. Ja, ein Tier, oder ein Roboter. Eine Kreatur. Ein Tier, ein Roboter. Genau. Ja. Hier sowas wie ein, sag schnell, so wie ein Bewohner aus Animal Crossing würde zählen, Melinda wiederum nicht. Weil Melinda ist ja ein Hund. Ich wollte schon Köter sagen. Hätte ich jetzt Köter gesagt, hätte ich viel Ärger gekriegt. Ah, herrlich. Ja, dann hau mal rein. Hast du schon? Sehr gut. Es war klar, dass du den nimmst. Ja. Du bist durchschaubar wie Plexiglas. Kann aber schon mal milchig sein, ne? Ja. Oh Mann. Hallo. Boah, diese Map ist scheiße. Du hast sie doch ausgesucht. Also. Nee, ist random. Dein komisches Ding da hier dann. Die sind doch alle gleich aufgebaut. Das ist eigentlich ja kein Unterschied. Ist egal. Ich versuch's dir jetzt gar nicht zu erklären, was ich meine. Achso, ich hab so ein Ding. Ach komm, fuck you. Du willst nicht, dass ich die so weh aktiviere, in geilster Weise. Nein, will ich auch nicht. Nein! Jetzt kommt Coco, Mann. Ich hasse dich dafür. Ja, komm, dafür hast du einen zum Ausgleich. Ja, wenn ich drankomme! Ja, siehst du, das ist das auch nicht. Denkst du da hinter Coco war? Ah ja, klar, war natürlich nicht clever dahinter zu hängen, weil Andros schießt ja die ganze Zeit. Weil der trifft doch eh nur mich, oder nicht? Nee, ich meinte ja, weil du dann die ganze Zeit dahinter Coco war stehen siehst, ne? Und dann war klar, dass er dich dann kriegt. Wenn er nicht da gewesen wäre, wäre es ja safe gewesen. Das war cool, die Attacke von Ridley, ich finde. Ich mag Ridley sehr gerne. Hätte ich nicht gedacht, ne? Da ich ja, Fun Fact, auch Metroid nicht mag. Ist ernsthaft nicht? Ja! Ich versuch's ja, immer wieder, ne? Immer wieder versuche ich, Metroid reinzukommen. Ich hab's mal versucht, mir hat diese Prime-Serie nicht gefallen. Und da ich ja sowieso keine 2D-Spiele so gerne mag, waren die Anfänge sowieso nie was für mich. Also jetzt zum Beispiel bei Dragon Quest zum Beispiel. Ich könnte mich nicht mit dieser 2D-Ansicht anfreunden, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Nee, ich mag sowas nicht. Ich hab das schon bei Zelda nicht gemocht, ne? Deswegen habe ich früher Zelda nie gespielt. Ernsthaft? Wobei ich sagen muss, ich hab dieses Link to the... Ne, Link Between Worlds fand ich eigentlich ganz cool gemacht, so. Mhm.
aber trotzdem ist das jetzt nicht so mein Ding, mag ich jetzt nicht wirklich. Okay. Also man kann es spielen, aber... Es nein. Kommt ja bald mein Lieblings-Zelda raus in der Neuauflage. Ja, ja, genau. Ich habe ja das zwar auch bestellt, weil halt Link Between Worlds eigentlich ganz gut war, aber ich würde halt immer ein 3D-Zelda jederzeit bevorzugen. Echt? Ich nicht. So. Du weißt, ich mag Zelda sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Zu meiner Zelda-Wand da im Hintergrund, die man nicht sieht. Genau. Alter! Das war ja voll die Bowser-Nummer, wa? Ja, so eine Art. Ah, ist so... Ja, genau! Ja, geht doch. Ja, ist mir egal. Den gebe ich dir. Was hätte ich machen sollen? Ist mal ohne Witz. Ja, ja, klar. Wenn ich von zwei Seiten so attackiert. Vor allem mit 42% einfach raus. Tschö. Boah, wie asozial. Ich hatte halt noch mein Schild. Tja, so geht das. Ja, zwei Kämpfe jetzt hintereinander gewonnen. Ich bin zufrieden erstmal. Ja, guck mal, was wir sonst noch so haben hier, ne? Mhm. Timer läuft noch. So, was haben wir denn hier? Ich find's halt doof, dass du hier nicht so unendlich machen kannst, so 99 Leben und so einen ganzen Kram. Mhm. Das finde ich echt dumm, dass das online nicht geht. Gerade wenn es halt eine Freundeslobby ist, ne? Ja, aber 99 Leben muss ich nicht wirklich haben. Ja, aber es halt immer so, ja, aber für eine Spaßfolge oder sonst was, wo man sagt, ey, wir machen jetzt Flugbahn verdoppeln und wir machen einfach 99 Leben und nur explosive Items. Ach so, ja, okay. Das wäre halt lustig. Ja, okay, das stimmt. Der Charakter muss was mit Pokémon zu tun haben. Pokémon-Trainerin. Mit Pokémon zu tun haben? Wer hat denn sonst was mit Pokémon zu tun, der kein Pokémon ist? Ja, der Pokémon-Trainer zum Beispiel. Ah, okay. Verstehst du? Das, ja, gut. Dann möchte ich halt offen lassen für, ne, die Wahl. Ja gut, hättest du jetzt gesagt, wir spielen nur mit Pokémon, dann wäre der Pokémon-Trainer eigentlich auch okay gewesen. Ja, der Pokémon-Trainer ist aber kein Pokémon. Wenn man es mal ganz genau nimmt, auch wenn seine Pokémon für ihn kämpfen. Es ist genau. Der Pokémon-Trainer, der Charakter. Boah, ich muss mal Kaffee nachschütten, aua. In meiner wunderschönen Chrom-Star-Wars-Tasse. Mhm. Ich bin soweit. Ich auch. Warte, ich muss noch kurz meinen Kaffee einschütten. Das war sowas von berechenbar. Weil, ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe den Pokémon-Trainer, beziehungsweise in dem Fall die Trainerin, hier für mich entdeckt. Seit ein paar Wochen. Na, das Thema hatten wir ja schon mal. Mhm. Das gewinnst du! Hier, Shiki, erstmal. Ah! Nein. Mit Pikachu hast du keine Chance gegen meinen Shiki, mein Freund. Juhu! Nein. So eine Maschine. So macht man das. Ich mag das Lied im Hintergrund. Ich höre es nicht. Ach ja, okay, stimmt. Du musst deinen Fernseher mal so runterdrehen. Ja. Weil du jetzt endlich ein gutes Headset hast. So ist es. Oh, gut getimed. Bisschen abgepasst. Oh Mann, ey, wenn ich diese Stage sehe, dann muss ich fast weinen, ne? Ja, warum? Weil es das Spiel nicht gibt. Boah, ey, ohne Witz, es tut so weh, dass es kein F-Zero gibt. Ich wollte schon Smash Brothers noch sagen. Nicht. Noch nicht. Ja, das sage ich seit der Wii noch nicht. Ja. Boah, Nintendo ist einfach so. Ja, die überraschen uns irgendwann mal. Das ist immer so. Lass es uns hoffen, ernsthaft. Die haben ja auch irgendwann mal Donkey Kong wieder rausgebracht. Ja, aber Donkey Kong interessiert einen Scheiß. Ja, dich? Es ist wieder ein Jump'n'Run. Nein, du verstehst nicht. Natürlich ist Donkey Kong was Cooles, um Gottes Willen. Aber guck mal.
Seit dem GameCube gibt's kein F-Zero mehr. Ja gut, die F-Zero-Spiele sind halt rückläufig gewesen, was die Verkaufszahlen angeht. Ist aber auch geschuldet dadurch, dass der N64 und der GameCube sich halt miserabel verkauft haben. Verglichen mit dem Super Nintendo. So. Jetzt siehst du mal, wie viele Marios, Kirbys, Donkey Kong Jump'n'Runs sind rausgekommen. So, und wo... Ja, Donkey Kong ja auch nicht so viele, auch nur zwei. Ja, mit Remakes... Und da war seit dem N64 Totenstille, ne? Beziehungsweise was war mit Donkey Kong sogar 64? Seit dem Super Nintendo, ne? Donkey Kong also. 64. Ja, aber es geht sich generell um Donkey Kong Jump'n'Run. Ja. Ey, gut, aber 2D und 3D sind unterschiedliche Welten. Ich rede also von 3D warten wir schon ewig lang. Ich rede aber jetzt generell von einem von einer Reihe im Franchise. Jump'n'Run, ob es 2D oder 3D ist. Ja gut, ich sehe die 3D nie als Jump'n'Run, aber... Es sind Jump'n'Runs, ob du die siehst oder nicht, es hältst du dahingestellt. Ja, genau. Wie gesagt, es ist halt einfach das, was mich wirklich extrem stört. Wir haben seit dem Game Boy Advance kein vernünftiges F-Zero mehr gehabt. Ja, und was heißt vernünftig? Die Game Boy Advance Spiele waren echt gut. Aber ich will wieder richtig geiles F-Zero à la F-Zero X oder GX haben. Ich fand X sogar besser als GX, muss ich dazu sagen. Okay. Weil es einfach viel geiler von den Strecken her war. Aber wie gesagt, das ist auch wieder so eine Geschmackssache. Aber dennoch, wo ich mir denke, ey, wo sind denn die ganzen 1080s, Wave Races und F-Zeros? Wo sind die? Das ist das, was ich brauche, Mann. Das ist das, weswegen ich eigentlich Nintendo geliebt habe. Okay, ich war jetzt nie der Wave Race große Fan, aber ich habe immer Spaß dran gehabt, das mit Freunden zu spielen. Ich bin jetzt vor Quatscherei in den Tod gesprungen. Tja, komm schon mal vor. Mann. LOL. Hallo, hallo, hallo! Ich hasse dich. So. Warum? Ich meine nicht, ich meine ein Kack-Pikachu. nicht dein Pikachu, dein, So. Ich meine, diesen Greifhaken gerade. Mhm. Oh nein, Pikachu, tu mir das nicht an. Oh, tot. Na, super. Ja, genau. Ah, sehr viele Münzen bekommen. Leute. Ja, ihr Lieben, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch schon ein bisschen Spaß gemacht. Steven und ich werden jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Noch ein paar Folgen aufleben. Nehmen, nicht leben. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.